Dass der Waffenverkauf im Thurgau boomt, das merkt auch der Schiesskeller Zwiefelde. Im Geschäft, wo man Waffen kaufen kann, Kurs absolvieren und in den Trainingskeller das Schiessen üben, hat der Waffenverkauf zugenommen. Das haben wir auch gespürt. Es ist zwar nicht erst im 16., wo wir gespürt haben, das hat schon im 14. angefangen. Es ist so. Es ist mit der politischen Lage, sage ich jetzt allgemein auf dieser Welt, wie man es auch von den Medien gehört und überkommt, angefangen jetzt, glaube ich, mit der Krim, ist halt die Unsicherheit auftaucht. Die meisten Kunden würden aber nicht aus dem Schutzbedürfnis eine Waffe kaufen, sondern um es als Sport zu betreiben. Trotz sportlicher Absichten, beim Verkauf schaut der Büchsenmacher seine Kunden noch mal genau an. Sobald jemand einen Waffenerwerb bekommen hat und da steht, darf er bei mir eine Waffe kaufen. Wobei auch dort kann ich immer noch das Zünglein an der Waage sagen, ich verkaufe dir eine oder ich verkaufe dir keine, je nachdem, wie der Kunde sich verhält. Die Kunden kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, von Jäger über Sportschützen bis zum pensionierten Hobbyschützen, sei alles dabei. Der Waffenverkauf widerspiegelt das Bild. Was wir generell feststellen, ist, dass die Faust für Waffen sicher die Waffe ist, die neben den Jagdwaffen am häufigsten aktuell gekauft wird. Aber da gibt es eigentlich kein Marker, kein Trend, wo man kann sagen, das ist die meist nachgefragte. Auch immer mehr Frauen kaufen sich eine Waffe. Das zeigt eine Umfrage von der Rundschau. Ein Waffenboom steht Juso kritisch gegenüber. Sie denkt, dass der Kauf einer Waffe nicht zu mehr Sicherheit führen kann. Leute fühlen sich vielleicht sicherer mit der Waffe im Nachttischschublade, sind sich aber wahrscheinlich nicht bewusst, dass sie gerade mit dem Kauf einer Waffe eine Lobby unterstützen, die für Unsicherheit und Elend weltweit sorgt. Darum sollen wir das Unsicherheitsgefühl auf eine andere Art bekämpfen. Sich für eine Gesellschaft einsetzen, die nicht für sich alleine verantwortlich ist und das dann so wie so ein Wild-West-Cowboy auf eigene Faust durchsetzt, sondern dass man als Gemeinschaft, als Gesellschaft zusammenkommt. Ob Sicherheit oder Hobby als Grund für einen Waffenkauf dient, feststeht, dass die Waffenlobby im Moment ein Revival erlebt.